Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Bauen, Fliegen, Landen. Und heute haben wir die Avalon 2B am Start. Das ist sie. Ja, das ist quasi die zweite Rakete in der Avalon B-Familie. Und ihr seht, es ist eine einzelne Stufe, also ein SSTO. Und sie kann insgesamt 30 Tonnen in den Erdorbit bringen. Genau, zum Start, wie immer, werde ich euch zeigen, wie man die Rakete baut. Und theoretisch braucht ihr das eigentlich nicht wissen, aber ich erkläre halt immer noch ein paar Sachen dazu, warum ich sie gemacht habe, wozu sie nützlich sind und so weiter und so fort. Ihr findet aber den Download-Link in der Videobeschreibung. Genau, also wir beginnen mit zwei Falkentriebwerken hier unten. Und die schalten wir beide an. Dann nehmen wir hier zwei 5 Tonnen Treibstofftanks und färben die schwarz. Dann nehmen wir uns hier noch ein Frontiertriebwerk. Das schalten wir auch an. Dann holen wir uns zwei große Landebeine. So. Dann gehen wir zu 12 breiten Teilen und nehmen hier diese 30 Tonnen Treibstofftanks. Und zwar insgesamt 6 Stück davon. Und dann nochmal einen 15 Tonnen Treibstofftank. Den untersten färben wir schwarz ein. Alle darüber färben wir in diesem gestreiften Muster ein. Dann nehmen wir uns hier einen 12 breiten Separator. Dann noch einen 12 breiten Separator. Und eben noch einen. Dann sieht das so aus, die oberen beiden färben wir grau. Und ich glaube, ich nehme das hier mal kurz weg, damit man noch sehen kann. Hier kommt eine Sonde rein und direkt daneben ein Treibstofftank. Dann nehmen wir uns hier die Landebeine, wir drehen die und verschieben die nach unten und noch ein Strukturteil darüber. Können wir das so hin verschieben. Die Landebeine hier sind dann quasi wie bei den Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen, so diese kleinen Fächer quasi, die die Rakete dann steuern. Ich benutze die eigentlich nur für erhöhte Stabilität, damit man die eben besser kontrollieren kann. Dann kommen RCS-Düsen hier hin und RCS-Düsen hier hin. Dann gehen wir zu den 6 breiten Teilen und nehmen hier, wir gehen zu den 8 breiten Teilen so rum und nehmen davon 2, genau so. Dann verschieben wir das hier noch nach unten, genau so. Dann gehen wir zur Verkleidung und nehmen die hier unten. Die sind 6 hoch und 12 breit, davon nehme ich 2 Stück. Dann davon das da, genau, und dann das da, nein, doch nicht, das hier, ja, also das 8 breite, 4 hohe Teil, dann seht ihr, das bildet dann so eine schöne gerade Linie, also diese Verkleidung, die 0,33 Tonnen wiegt und so ziemlich in der Mitte ist, und das färben wir auch nochmal in grau. Dann öffnen wir die im Grunde, aber in dem Fall ist es mehr einklappen. Dann machen wir die Stufen. Als allererstes kommt ganz oben die Nutzlastverkleidung, die beiden Triebwerke hier und die RCS-Düsen. Genauso. Danach haben wir diesen Separator. Der trennt dann quasi die Nutzlast von der Rakete. Danach haben wir diesen Separator, der entfernt dann quasi diese Zwischenstufe vom Rest der Rakete und setzt dann eben hier unsere Hitzeschilde frei. Dann später brauchen wir nochmal die RCS-Düsen. Da sind wir quasi im Wiedereintritt in die Atmosphäre. Um die Kontrolle quasi zu erhöhen, aktivieren wir die da nochmal.
danach Dida, also die Landebein oben, noch mehr RCS-Düsen, Landebein unten, RCS-Düsen, jetzt sind wir quasi im Anflug. Und wenn wir gelandet sind, einfach so, packe ich die dann nochmal wieder ein. Und damit haben wir die Rakete, ja, das ist die Avalon 2B. Und jetzt packen wir da einfach mal 30 Tonnen Treibstoff drauf, also hier einmal 20 und hier einmal 10. So, das war's mit dem Bau und jetzt fliegen wir los. So, die Rakete ist geladen, wir erhöhen den Schub auf 100%, wir zoomen ein bisschen raus und starten die Triebwerke. Und im Grunde könnte man das jetzt als Tutorial, als Orbit-Tutorial auch sehen, beziehungsweise auch als Raketenlanden-Tutorial. Als erstes folgen wir einfach oben links der Winkelanzeige, bis wir die Apoapsis, also der höchste Punkt in unserer Flugbahn, auf über 30 Kilometer angehoben haben. So, unsere Apoapsis ist jetzt auf 32 Kilometer angestiegen. Das heißt, wir haben jetzt einen Flug ins All, auf jeden Fall. Wir drehen uns jetzt quasi horizontal. Und jetzt bei 25 Kilometern sind wir halt ein bisschen weiter nach rechts gedreht. Wir starten die erste Stufe. Und ich mache das einfach mal so, quasi um euch sicherzustellen, dass das wirklich 30 Tonnen Treibstoff sind. Dann gehen wir bis zum Punkt ganz dicht außerhalb der Atmosphäre und starten das Triebwerk direkt. Und wir drehen ein bisschen nach links. Und dann beschleunigen wir die Zeit eine ganze Weile. Und ihr müsst halt immer schön auf die Apoapsis gucken. Ihr seht, die bewegt sich jetzt weg von uns, das heißt, wir drehen nach rechts. Und da haben wir gleich die orbitale Geschwindigkeit, genau, 1670 Meter pro Sekunde. Und ihr seht, das sind jetzt nicht ganz 10%, aber das ist an sich nicht schlimm. Da sind auf jeden Fall 30 Tonnen Treibstoff drin. Jetzt drehen wir einmal um. Und dann starten wir das Triebwerk, bis wir etwa 5% noch übrig haben.
So, und jetzt reduzieren wir den Schub ein bisschen, damit wir den richtigen Moment abpassen. Damit starten wir die nächste Stufe. Ihr seht, die Zwischenstufe ist ab und unsere Hitzeschilder sind jetzt befreit. Ich mache jetzt Folgendes, ich speichere einmal ab, für den Fall, dass ich es doch nicht hinkriege. Ich habe es noch nicht ganz perfekt hingekriegt, also ich muss da auch noch ein bisschen üben. So, dann drehen wir uns noch ein bisschen, sodass eben nur die beiden Hitzeschilde unten links angezeigt werden. Das heißt, nur die beiden sollten aufheizen, alles andere eben nicht. Und dann können wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Normalerweise beschleunige ich auf dreifache Geschwindigkeit, bei 20 dann auf zweifache und bei 15 auf einfache. Aber ich mache das jetzt ein bisschen langsamer, damit ich es ein bisschen besser erklären kann, also mehr Zeit dazu habe. Bei 20 Kilometern schalte ich RCS-Düsen an, um dann eben eine erhöhte Kontrolle zu haben. Und dann drehe ich immer nur minimal nach rechts, um dann eben diese Bewegung vom Pfeil Stück für Stück nachzuahmen. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Das allererste, was aufheizt, sind dann natürlich die Landebeine. Das heißt, die solltet ihr auf jeden Fall aus dem Weg halten. Hier bei 10 Kilometer wird es ein bisschen schwierig. Da haben meine Raketen die Tendenz, einfach umzukippen und ja, sowas zu machen. Also einfach, sie versuchen einfach sich zu drehen und zu behitzen. So, bei 5 Kilometern drehen wir uns und schalten RCS aus. Genau so. Dann drehen wir uns ein bisschen nach rechts. Währenddessen erhöhen wir den Schub auf knapp 60%. Es kann auch ein bisschen weniger sein. Ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, wir beschleunigen die Zeit bis auf 1 Kilometer. Und dort zünden wir dann das Triebwerk. Dann starten wir auch schon die vorletzte Stufe. Und wir sollten jetzt im Boden hier sein. Ich erhöhe noch mal ein bisschen den Schub, weil wir ziemlich schnell auf die Erde zukommen. Und das ist immer so eine Sache mit Gefühl. Jetzt können wir Schub verringern, wieder erhöhen. Und da landen wir. Es war keine perfekte Landung, aber an sich ziemlich gut. Ich hatte gerade nicht viel Zeit, das zu erklären, aber ihr müsst darauf achten, dass quasi der Wert der Höhe etwa 10-mal so hoch ist wie der Wert der Geschwindigkeit. Dann könnt ihr eigentlich ziemlich konsistent immer sicher auf der Erde landen. Das heißt, wenn ihr quasi bei, wenn ihr quasi bei 500 Metern seid, solltet ihr eine Geschwindigkeit von knapp 50 Metern pro Sekunde haben, damit ihr dann ganz sicher, langsam aber sicher auf die Erde herunterkommen könnt. Und ja, dann könnt ihr sicher landen. Es wird vielleicht ein paar Anläufe brauchen. Ich meine, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich meine Raketen landen konnte. Also keine Sorge, Leute. Es ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht schafft. Ja, das war's dann mit der Folge. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ihr braucht auf jeden Fall die Teilexpansion. Wenn ihr keine Skin-Expansion habt, dann verschwinden die Farben sowieso. Aber eben mindestens die Teilexpansion braucht ihr. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.